Moin Leute, hier habt ihr mal ein Bild von einem Mann. Schön, ich weiß. Tatsächlich gibt's aber auch einen Grund, warum wir den hier zeigen. Das ist der deutsche Geograf Walter Kristaller. Ein ziemlich cleverer Typ. Der hat nämlich in seiner Doktorarbeit im Jahr 1933 das Modell der zentralen Orte entwickelt. Und das schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Erstmal ganz allgemein, das Modell der zentralen Orte ist ein Konzept der Raumordnung. Das heißt, es wird versucht, die Größe, Verteilung, Lage und Bedeutung von Städten zu erklären. Für seine Untersuchungen konzentrierte sich Kristaller übrigens ausschließlich auf Süddeutschland. Da kommt er nämlich her. Okay, wie sieht das Modell denn jetzt genau aus? Zuerst gehen wir mal von einem vereinfachten Idealraum aus, damit das Ganze nicht so kompliziert wird. In diesem Raum haben wir überall die gleiche Bevölkerungsdichte. Alle Einwohner haben die gleichen Bedürfnisse und die gleiche Kaufkraft. Innerhalb dieses Raums haben wir jetzt einen Ort, wo man ein bestimmtes Produkt bekommen kann. Sagen wir mal Käse. Dieser Angebotsort wird auch als zentraler Ort bezeichnet. In diesem zentralen Ort können die Leute also Käse kaufen. Toll! Natürlich haben die Leute keinen Bock, eine krasse Distanz zu fahren, nur um Käse zu kriegen. Deswegen gibt es für den zentralen Ort ein begrenztes Gebiet, aus dem die Leute zum Käsekaufen kommen. Die Grenzlinie wird dabei als äußere Reichweite bezeichnet. Andersherum muss das Gebiet aber auch eine gewisse Mindestgröße haben. Sonst kaufen einfach nicht genügend Leute beim zentralen Ort und die ganze Sache lohnt sich nicht. Diese Grenzlinie wird innere Reichweite genannt. Innerhalb des kleinen Kreises darf also kein Konkurrent Käse verkaufen, sonst bekommt unser zentraler Ort nicht genügend Geld. Dieses Grundkonzept solltet ihr auf jeden Fall verstanden haben. Alles andere baut jetzt nämlich darauf auf. Okay, jetzt aufgepasst! Dadurch, dass wir einen Mindestabstand zu den Konkurrenten haben, ordnen sich die anderen Käseverkäufer so an, dass sie alle genügend Geld bekommen können. Dadurch haben wir jetzt also auch mehrere zentrale Orte. Das sieht dann in etwa so aus. Jetzt haben wir aber ein Problem. Es gibt bestimmte Bereiche, die gar nicht abgedeckt sind. Das Gute ist, dass die zentralen Orte ihre Gebiete ja bis zur äußeren Reichweite ausbreiten können. So sind jetzt alle mit Käse versorgt und wir haben überall einen ausreichenden Abstand zum nächsten Konkurrenten. Top! Wie man sehen kann, gibt es aber ein paar Überschneidungen. Wenn man diese Überschneidungen auflöst, ergibt sich automatisch so eine sechseckige Form. Die Verteilung der zentralen Orte zeichnet sich also immer durch eine Wabenstruktur aus. Wenn man diese Basics gecheckt hat, dann hat man schon einen Großteil vom Modell der zentralen Orte verstanden. Hey Siri, wie schreibt man bessere Noten ohne Aufwand? Unmöglich, du Keck. Hol dir die Simple Club App. Da hast du zu jedem Thema die besten Übungsaufgaben. Einfacher wird's nicht. Geiles Skript. Super. Nice.